Hier haben wir die Mäusegerste, Hordeum murinum, einer der wichtigsten Klimaindikatoren in Deutschland oder einer der gebräuchlichsten. Wenn man den Klimawandel erkennen, beobachten, verfolgen und messen will, dann kommt man nicht umhin, sich einige der wichtigen Klimaindikatoren einzuprägen. Und zu der Rolle der Mäusegerste als Klimaindikator komme ich gleich. Ich habe letzte Woche die Mäusegerste gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht lerne ich ein bisschen was Neues, was ich euch noch erzählen kann. Und ich war verwundert. Ja, die Mäusegerste scheint ziemlich bekannt zu sein in Deutschland, vor allem unter Hundehaltern. Scheint eine richtig schlimme Plage für Hunde zu sein. Wenn wir sie uns mal anschauen, sie sieht aus wie eine typische Gerste mit diesen Grannen. Früher wurde sie als Scherzartikel, jetzt ist sie runtergefallen, genau, weil sie als Scherzartikel verwendet wurde. Ja, wenn ihr die Mäusegerste mal ein bisschen zwischen euren Fingern hin und her bewegt, werdet ihr merken, die bewegt sich immer nur in eine Richtung. Ja, und früher wurde die gerne mal Leuten zwischen Jacke und Pullover oder zwischen zwei Schichten von Pullovern oder zwischen Pullover und Hemd gesteckt, am liebsten zwischen Jacke und Pullover, ohne dass sie es merken, hier in den Ärmel. Und dann ist sie, weil sie sich immer nur in die eine Richtung bewegen kann, während sich diese Leute bewegt haben, beim Laufen, beim Reden, beim Sitzen, immer ein paar Millimeter weiter, bis sie irgendwann mal am Hals rauskam und die Leute seitlich in den Hals piekste. Vielleicht ein lustiger Scherz für der es gemacht hat, aber wenn zum Beispiel die Ehre in den Klamotten der anderen Person auseinandergebrochen ist, dann hatte man einen Haufen unangenehme kleine Stückchen. Im Prinzip, ja, Achänen, so heißen die Früchte der Gräser, in deren Klamotten verteilt. Hier haben wir mal eine Ehre, die schon am Auseinanderbrechen ist. Ihr könnt euch vorstellen, dieses Gefissel, ja, es steckt jetzt schon zwischen meinen Fingern. Ja, das ist nicht so angenehm. Und genau das ist auch das Problem mit Hunden. Hunde haben ja Fell. Bei Hunden arbeiten sich diese einzelnen kleinen Früchtchen zwischen ihre Finger. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, wenn die Mäusegerste Saison hat, so ja, April, Mai, Juni, Juli, je nachdem, sollte man den Hunden die Pfoten scheren. Man sollte sie jedes Mal, nachdem sie im Gelände sind, absuchen, ob sie nicht Mäusegerste Achänen irgendwo im Fell haben. Am schlimmsten ist es anscheinend, wenn sie in die Ohren, in die Nasenlöcher oder sogar in die Augen oder in die Schnauze reingehen. Also jedes Mal, wenn man sieht, dass der Hund die Nase in sowas, in einen Flecken mit Mäusegerste steckt, sollte man den Hund, wenn er nach Hause kommt, genau absuchen, weil diese Achänen zu sehr schwerwiegenden Entzündungen anscheinend führen können und im Extremfall sogar zum Tod des Haustiers. Das aber nur nebenbei. Die Mäusegerste, ja, es ist eine wirkliche Gerste. Hordeum murinum bedeutet wortwörtlich Mäusegerste. Und Hordeum secalinum ist unsere Gerste, die wir anbauen. Sie wurde früher auch in Notzeiten als Getreide genutzt. Ihr könnt euch vorstellen, die Samen sind sehr viel kleiner als die der normalen Gerste. Es ist auch schwerer, sie von den Grannen zu trennen. Aber wenn man am Verhungern war, dann hat man damals so ziemlich alles gegessen. Man hat so ziemlich alles in die großen Dorfmühlen getan, was zermahlen werden konnte. Holz und Sägemehl, Borke, Graswurzeln und Krautwurzeln und auch die Früchte verschiedener Bäume und Sträucher und auch die Früchte zahlreicher Gräser und Kräuter. Und da war natürlich die Mäusegerste als ein Getreide sehr beliebt. Auch wenn es ein kleines Getreide, ein kleines und schwer zu verarbeitendes Getreide war. Und da sie ein paar Wochen vor den normalen Getreiden reif wurde, konnte sie genau in dieser Notzeit vermahlen werden, wenn man ja, in schlechten Jahren gerade am Verhungern war, weil das Brot schon seit Wochen aus war und die neue Getreideernte noch Wochen auf sich warten ließ. Okay, aber
heutzutage brauchen wir zum Glück nicht mehr so oft, zumindest in Deutschland nicht mehr so oft, irgendwelche Notnahrung. Wofür kann man die Mäusegerste heute benutzen? Im 20. Jahrhundert hatten wir gelernt, die Mäusegerste ist ein sehr guter Klimaindikator für Stadt- oder Dorfklima. In Deutschland haben wir mit Ausnahme der Gebirge im Prinzip zwei große Klimabereiche. Norddeutschland, die norddeutsche Tiefebene, ist etwas kühler und feuchter. Zwar mit milden Wintern, aber mit kühlen und feuchten Sommern. Und Süd- und Mitteldeutschland, also die Mittelgebirge, sind etwas heißer und trockener. In Norddeutschland war die Mäusegerste immer eine Pflanze der Städte, während sie in Süddeutschland eine Pflanze der Städte und Dörfer war. Ja, warum? Klima in Siedlungen ist generell heißer und trockener. Wir bezeichnen Siedlungen im klimatischen Sinne nicht umsonst auch als Wüsten, vor allem wenn es etwas weniger Grünanlagen gibt als hier. Das hier ist eine ziemlich grüne Wüste, aber stellt euch eine Siedlung vor, auf der es hektarweise so gut wie keine Grünanlagen gibt und lauft in einem heißen Sommertag von dieser Siedlung in die freie Landschaft. Und da werdet ihr merken, dass das Siedlungsklima durchaus einem Wüstenklima gleicht. Und da unsere Getreide in aller Regel, nein, eigentlich nicht in aller Regel, fast alle unsere Getreide, mit Ausnahme von Mais und Reis, die besondere klimatische Ansprüche haben, kommen eigentlich so aus dem Nahen Osten, Ost-Mittelmeerraum, wo es deutlich heißer und trockener ist, zumindest im Sommer als hier. Ja, und die Mäusegerste, so wie die meisten Getreide, mag es heiß und trocken. Deswegen ist die heiße und trockene Magdeburger Börde das Getreideanbaugebiet in Deutschland schlechthin. Aber die Mäusegerste wird ja nicht angebaut. Die kommt wild, naja, irgendwo in den Städten, in den Dörfern, am Wegrand, in Parks, an Mauern, auf Schuttplätzen vor. Und in Norddeutschland war ja das Klima im 20. Jahrhundert im Prinzip zu kalt. Das Klima in der freien Landschaft war ja zu kalt. Das Klima in den Dörfern war ja zu kalt. Nur in den Städten konnte sie sich behaupten. In Süddeutschland, wo es etwas heißer und trockener ist, da war es ja in der freien Landschaft auch zu kalt. Da konnte sie sich nur in Städten und Dörfern behaupten. Das heißt, wenn man die Mäusegerste irgendwo gesehen hat, in Süddeutschland konnte man sagen, aha, hier haben wir praktisch süddeutsches Dorf- oder Stadtklima. Wenn man in Norddeutschland war, konnte man sagen, gut, hier haben wir für norddeutsche Verhältnisse Stadtklima. Natürlich hat nicht jeder Ort, hat nicht jede Stelle, ja, Ort hat mehrere Bedeutungen im Deutschen, also hat nicht jede Stelle in einem Dorf oder in einer Stadt genau dasselbe Klima. Aber die Stelle, genau der Quadratmeter, wo jetzt diese Mäusegerste wächst, die hat ein Klima, das man für süddeutsche Verhältnisse als Dorfklima definieren konnte und für norddeutsche Verhältnisse als Stadtklima. Damit wusste man, dass diese Stelle für deutsche Verhältnisse ziemlich warm und trocken ist. Und heutzutage mit dem Klimawandel kann man natürlich die Ausbreitung der Mäusegerste, die Häufigkeit der Mäusegerste beobachten und sagen, aha, wenn man die Mäusegerste irgendwo in Süddeutschland außerhalb der Dörfer und Städte antrifft, dann ist das ein Zeichen des Klimawandels, denn früher konnte sie aus klimatischen Gründen nicht in der freien Landschaft überleben. Wenn man sie in Norddeutschland, in kleinen Dörfern oder sogar in der freien Landschaft entdeckt, ist das auch ein Zeichen des Klimawandels. Und wenn man rumläuft und von Hunderten oder Tausenden von Stellen die Mäusegerste vorkommen kartiert, kann man sehr gut eine Klimakarte einer Region erstellen, ohne jemals ein Thermometer oder irgendein anderes Messgerät dabei zu haben. Und wenn man das über Jahre hinweg macht, kann man auch praktisch eine Karte der Witterung erstellen. Also wie warm war es an jedem Ort, in jedem Jahr. Wenn die Mäusegerste dieses Jahr hier vorkommt, dann war dieses Jahr relativ warm und trocken. Wenn sie in einem kalten und feuchten Jahr hier vorkommt, dann war das wohl eine sehr warme und trockene Stelle. Wenn sie hier nicht vorkommt, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass dieses Jahr, also wenn sie letztes Jahr hier vorkam, aber dieses Jahr nicht, dann ist das ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass letztes Jahr heißer und trockener war als dieses Jahr. Das Gleiche kann man natürlich mit der Häufigkeit oder Dichte der Mäusegerste vorkommen machen. Also wenn da nur so ein bisschen Mäusegerste
wächst, dann war es entweder sehr kalt und feucht oder vielleicht sehr, sehr heiß und trocken oder vielleicht hat es andere Gründe. Wenn mehr Mäusegerste wächst, dann war wohl zumindest das die Witterung in diesem Jahr gut dafür. Und wenn man das Ganze über Jahrzehnte hinweg macht und sich für jedes Jahr eine solche Karte seines Gebietes anlegt, dann kann man natürlich den Klimawandel in einer Region anhand der Mäusegerste sehr gut nachverfolgen und abbilden, ohne jahrzehntelang überall teure Messgeräte rumstehen zu haben. Ja, schaut euch die Mäusegerste nochmal an. Mäusegerste ist eine Klimastation im Kleinen, die euch nichts kostet, die sehr verbreitet ist in Deutschland und mit der euch auch noch, ja, Scherze erlauben könnt, aber macht das lieber nicht. Und wenn euer Hund seine Schnauze in eine Mäusegerste-Wiese steckt, dann sucht ihn danach sorgfältig ab. Ihr tut ihm damit nur einen Gefallen.